Bauer Bierzug. Wir sehen im Bild Nummer 48 die Radeberger Exportbierbrauerei. Radeberger Pilsner seit 1872 gebraut, mit dem Anspruch, stets das Beste seiner Zeit zu sein. Seit nunmehr 145 ist die Radeberger Exportbrauerei der Bierstand Radeberg gelegen, von dem Turm in Dresden zu Hause. Dort wird seit 1872 bis heute ununterbrochen Pilsner nach Pilsner Brauer gebraut. Wir kommen zum Bild Nummer 49, Landskron Braumarenfortur, Görlitz Dr. Lobeck GmbH und Co. KG. Die Landskron Brauerei ist eines der ältesten noch produzierenden Industriedenkmäler der Republik. In einer privaten Braumanufaktur werden seit 1896 Biere gebraut. Bei Landskron wird das traditionelle Gärverfahren in offenen Bottichen seit 1869 gepflegt. Nur mit dieser Handwerkskunst können besondere Aromen ausgebaut werden, die man als Ober- und Untergärige Landskron Biere genießt. Nur zu, mich nicht. So, wie er es doch immer wieder macht. Bild Nummer 50. Weiß nicht, was er gegeben hat, aber naja, dafür ist man ja Mitinitiator. August Förster GmbH, kunsthandwerklicher Flügel- und Pianobau Löber. Die Klaviermanufaktur August Förster gehört zu den ältesten Firmen in Löber. 2019 feierte sie ihren 116. Geburtstag. Das Unternehmen befindet sich nach wie vor in Familienhand und wird in fünfter Generation geführt. Die meisten sind stark beeindruckt von den Handwerkskunst, die sie